Donald Trump mag vielleicht Muslime vor den Kopf stoßen, Mexikaner beleidigen und fremden Frauen an die Pussy greifen. Aber ist er wirklich der nächste Hitler, wie viele befürchten? Und würde die Welt tatsächlich untergehen mit einem Präsidenten Trump? Allen Skandalen zum Trotz, Donald Trump könnte tatsächlich immer noch Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika werden. Geschafft hat er das mit vielen Lügen, einer Menge Halbwahrheiten und vielen Wählern, denen das einfach scheißegal zu sein scheint. Ich meine, allein seine berühmteste Forderung. Trump will an der Grenze zu Mexiko eine gewaltige Mauer bauen lassen. Tausende Kilometer lang und 10 Meter hoch, um die USA vor den ganzen Mexikanern zu schützen, die die USA angeblich überfluten. Und während es stimmt, dass seit 2009 etwa 870.000 Mexikaner in die USA eingewandert sind, verschweigt Trump zuverlässig, dass im selben Zeitraum rund 1 Million Mexikaner wieder nach Mexiko ausgewandert sind. In den USA werden mexikanische Einwanderer seit Jahren nicht mehr, sondern weniger. Und genau deshalb nennt man ihn einen Hetzer, weil er eiskalt Fakten umdreht, um damit im Wahlkampf Stimmung gegen Minderheiten zu machen. Und dabei ist das noch nicht mal die einzige Mauer, die einem bei Trump zu denken geben sollte. Eine weitere möchte er in Irland hochziehen. Beziehungsweise einen Schutzwall um einen seiner Golfplätze auf einer irischen Insel. Warum? Weil der Meeresspiegel steigt und ihm ohne Schutz der Golfplatz absaufen würde. Das ist deshalb bemerkenswert, weil Trump seit Jahren den Klimawandel leugnet. Und obwohl er ihn offenbar selbst anerkennt, indem er Millionen Euro in den Schutz seines Eigentums vor dem Klimawandel investiert, hat er kein Problem damit, ihn im Wahlkampf trotzdem als erfundenen Schwindel zu bezeichnen. Ich meine, wie nennst du das? Kognitive Dissonanz, Stimmenfang für ganz Arme, gespaltene Persönlichkeit? Dieser Mann bietet so viel Angriffsfläche, dass es schon nicht mehr lustig ist. Trump will Gefangene foltern lassen und die Familien von Terroristen umbringen lassen. Die USA haben also einen offiziellen Präsidentschaftskandidaten, der offen Kriegsverbrechen fordert. Von seinen Aussagen über Frauen oder Muslime ganz zu schweigen oder der Kleinigkeit, dass er seit 18 Jahren keine Einkommensteuer gezahlt haben könnte. Genaues wissen wir nicht, weil Trump sich als einziger Präsidentschaftskandidat seit Jahrzehnten weigert, seine Steuererklärung offenzulegen. Jeder andere Kandidat wäre schon für eine dieser Sachen aus dem Rennen geflogen. Und man sollte eigentlich meinen, dass seine Konkurrentin Hillary Clinton das Ding schon in der Tasche hätte. Stattdessen ist Trump ihr während des Wahlkampfs immer und immer näher gekommen. In manchen Umfragen liegen sie gleich auf, in anderen überholt Trump Clinton sogar. Dieses enge Rennen macht vielen Menschen Angst. Nicht nur in den USA, sondern auch hier in Deutschland. NTV fragt sich, haben die USA einen neuen Hitler geboren? Das Handelsblatt will wissen, wie viel Hitler steckt in Donald Trump. Also drunter machen wir es ja nicht mehr. Sobald jemand laut Scheiße labert, Hitler, immer direkt. Aber ich glaube nicht, dass Trump der neue Hitler ist. Dass er sich in den USA zum Diktator aufschwingt und irgendwie, was weiß ich, den Dritten Weltkrieg auslöst und die Welt vernichtet, so wie viele es ja tatsächlich befürchten. Ich glaube mal, zuallererst ist Trump ein politischer Amateur. Dieser Mann hat in seinem gesamten Leben noch nie ein einziges politisches Amt bekleidet. Sollte er tatsächlich im Weißen Haus landen, der Champions League in Sachen Weltpolitik, wird er vermutlich nicht der Faschist sein, der alles durchdrückt, was er will, sondern mehr ein Spielball von politischen Beratern und Einflüsterern. Spitzenleuten, die genau wissen, wie man mit Menschen umgeht und Sachen umsetzt. Und Trump ist ein Stümper und dazu auch noch ein unbelehrbarer Narzisst. Also ein besseres Gegenüber zur Manipulation kannst du dir eigentlich gar nicht wünschen. Ein komplett unerfahrener Anfänger, der davon überzeugt ist, der Geilste zu sein. In Politik geht es immer auch um Befindlichkeiten, Eitelkeiten, Täuschungen, kurz Emotionen und Psychologie. Und ich glaube, es gibt keinen empfänglicheren Kandidaten als Donald Trump. Also jemand, der wirklich im Wahlkampf immer wieder seine Unsicherheit gezeigt hat, der offenbar immer das Gefühl hat, er müsste sich beweisen und der als Politiker endlich ernst genommen werden will. Ich glaube, es gibt kaum jemanden, bei dem erfahrene Spitzendiplomaten derart leicht die richtigen Knöpfe drücken können wie bei Donald Trump. Und zumindest in Russland und Nordkorea freut man sich schon. Putin preist den cleveren und talentierten Trump. In Nordkorea lobt man ihn als weisen Politiker und viel geeigneteren Kandidat als Hillary Clinton. Sie werden wissen, warum.
Ich meine, wen hättet ihr an ihrer Stelle lieber als Gegenspieler auf dem internationalen politischen Parkett? Eine erfahrene Außenpolitikerin wie Clinton, die so abgebrüht wirkt, dass in einer Online-Umfrage der britischen Zeitung Mirror mehr als jeder Zweite es für möglich hält oder sogar sicher ist, dass Clinton ein Roboter ist? Oder ein Typ, der denkt, dass Belgien eine echt schöne Stadt ist? In meinen Augen ist Trump nicht der nächste Hitler, sondern mehr so eine Art George W. Bush 2. Also ich meine, schon bei dem hatte man eher so den Eindruck, dass er eine Handpuppe von Militär und Beratern ist, statt wirklich ein eigenständiger Präsident. Und so ungefähr auf diesem Level verorte ich Trump. Und dementsprechend gehe ich auch nicht davon aus, dass er jetzt auf einmal den Dritten Weltkrieg auslösen wird, sondern eher präsidiale Fremdscham, wie wir sie seit den Bush-Jahren nicht mehr erlebt haben.